Wunderbar. Mein Name ist Niklas Stürken, ich bin von der Stürken Albrecht Druckgesellschaft aus Bremen. Das ist Marco Bosch von der Gruppe für Gesellschaft. Wir machen seit 5 Jahren zusammen eine Veranstaltung, einen Kreativwettbewerb, den nennt sich der Battle of Print, den wir als Druckerei mal ausgeschrieben haben für Kreative in Bremen. Es ist ein Kalenderdesign-Wettbewerb, das war ursprünglich mal ein anderer Gedanke, da komme ich nachher nochmal dazu. Und die GFG, die begleitet uns ja von den Anfängen konzeptionell mit ein. Es ist wie gesagt ein Designwettbewerb. Wir rufen Kreative in Bremen und Umgebung, also mittlerweile deutschlandweit aus, auf, uns Motive zu gestalten zu einem Thema, was wir vorgeben und die wir nachher dann halt mit einem Kalender verewigen. Wir machen, sieht man hier, haben auch eine Community mittlerweile bei Facebook mit ungefähr 300 Freunden, die das verfolgen, was da machen, die sich über diese Plattform austauschen zu den jeweiligen Themen, geben dort Hinweise zu aktuellen Sachen, die wir gerade planen. Wie gesagt, wir geben immer so im ersten Vierteljahr oder im ersten Quartal des Jahres geben wir einen Ball oder beziehungsweise Twitter gibt es auch noch. Wir geben quasi im ersten Quartal eines Jahres geben wir immer ein Thema bekannt. Das ist in diesem oder war im letzten Jahr waren es die Filmplakate. Da machen wir bei dem, ja, das sieht man hier die Einreichungen, die da drin waren. Was soll ich dazu sagen? 5 Minuten 5. Ja. Also das Thema im letzten Jahr waren Filmplakate. Wir hatten bei dem letztjährigen Battle of Film von 82 Teilnehmer, die sich mit ihren Motiven an diesem Wettbewerb beworben haben. 12 von denen haben gewonnen. Aus diesen 12 Bildern machen wir einen Kalender. Die 82 Einreichungen, die gehen immer durch eine Jury, die wir haben. Das ist eine unabhängige Jury aus Fachleuten für Gestaltung im letzten Jahr. Alles hauptsächlich Professoren oder aus der Medienbranche. Wenn diese Jury quasi aus diesen 82 Einreichungen, aus den ganzen Einreichungen die besten Motive gewählt hat und die Gewinner ermittelt hat, machen wir dann anschließend, produzieren wir als Druckerei logischerweise den Kalender. Da haben wir so ungefähr 10 Tage dafür, ist immer ein relativ heißer Ritt, weil der auch sehr aufwendig ist. Da hinten liegt nachher auch noch ein Kalender, den kann sich jeder gerne mal angucken. Der ist auch sehr veredelt und wie gesagt, gut gedruckt mit Herzblut, aber in relativ kurzer Zeit. Und dann machen wir eine Vernissage. Und die machen wir seit 2 Jahren im Wilhelm-Wagenfeld-Haus. Wir hatten davor auch schon andere Locations, einmal bei uns in der Druckerei, dann irgendwo in der Akademie. Jetzt seit 2 Jahren dürfen wir das im Wilhelm-Wagenfeld-Haus machen. Wir dürfen da die ganze untere Etage nutzen und dort alle Arbeiten zeigen. Ist unheimlich viel Arbeit, also 2 Tage locker die 80 Bilder alle einrahmen, davor alle ausdrucken, aufhängen, aufbauen. Macht aber wirklich Spaß. Wir haben viel Publikum da. Wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, an dem Vernissage-Abend 200 Besucher. Danach hatten wir noch eine Woche länger Ausstellungen. Da kamen nochmal irgendwie rund um die 100 Leute einfach rein und sich das alles angeguckt. Also für uns ein großer Erfolg mittlerweile. Dann hat die GFG im letzten Jahr die Idee gehabt, das Ganze dann auch mal einzureichen bei internationalen Kalenderschau. Hat eine schöne Bewerbung geschrieben, Kalender hingeschickt. Ja, und zack waren wir gleich irgendwie Mitgewinner oder Bronzegewinner. Marco war da, hat sich da quasi den Pokal abgeholt, durfte sich das alles angucken und das ist schon eine relativ dicke Nummer, da zu gewinnen, weil das ist eine internationale Kalenderschau. Da waren, was waren da, 1000 Einreichungen oder so? Ja, 1000 oder über 1000 aus der ganzen Welt, aus Japan, keine Ahnung, wo die alle herkamen. War schon relativ der Knaller, dass wir da einer von den Siegern, Nominierten, wie auch immer waren und dann quasi auch bei diesem, da irgendwo ja wird verewigt werden, auch in diesen Jahresbüchern, die da sind. Dies Jahr gibt es logischerweise wieder ein Battle of Print, also auch in 2011. Sollte man sich vielleicht bei Facebook mal angucken. Das Thema in diesem Jahr ist Wahlplakate, hat sich in diesem Jahr so ergeben. Das musste noch nicht sagen, aber Wahlkampf in diesem Jahr überall. Und Anfang des Jahres war so ein bisschen durch Bremen gefahren. Ja, mir persönlich ging es so. Ich fand die Wahl in diesem Jahr grottenschlecht. Und
Jetzt laufen hier mal so ein paar Beispiele, die wirklich Wahlplakate in den letzten Jahren waren. Und man muss ja immer mal sehen, es sind Leute, die wollen gerne gewählt werden und wollen gerne das Land repräsentieren. Und das sind wirklich gerade Sachen, die man da erlebt. 1,40. 1,40, genau. Also wir wollen aufrufen, im Endeffekt alle Kreativen, die Grafik machen, Fotografie, Illustration, Text, egal was, lasst euch was einfallen, zeigt es einfach der Politik in diesem Jahr, wie man gute Wahlwerbung machen kann. Es gibt deutlich besser, ich glaube, das ist ein Thema, da kann man sich kreativ und lustig einfach ausleben und ja, es gibt einfach deutlich Verbesserungsbedarf da und ich denke, wie gesagt, dieses Thema gibt jedem den Freiraum, es gibt ja keine Beschränkungen, also alles, was mit Wahl zu tun hat, egal wie man es darstellen möchte, es wird alles genommen, es geht nachher durch die Jury, jeder hat Chancen zu gewinnen. Wir drucken wieder davon Kalender, auch in einer hohen Auflage, also die laufen immer irgendwo zwischen 500 und 1000 Stück. Und werden verschickt, werden verkauft, Gewinner gewinnen logischerweise auch noch Plakate. Also es wird was Schönes und wie gesagt, wir haben nachher eine Vernissage dann auch wieder in diesem Jahr. Wann ist die überhaupt? Am 18. Oktober oder sowas? 12. Oktober. 12. Oktober haben wir dann Wagenfeldhaus. Ist die Vernissage dann von diesjährigen Battle of Print, da kann man sich alle Sachen angucken. Und noch was. Jeder, der dann kommt zum Battle of Print, also zur Vernissage, darf logischerweise auch Kalender mitnehmen. Und wieder was? Ja, noch 19 Uhr. Ja, ihr seht selber. Also man kann es deutlich besser machen und ja, wir freuen uns auf zahlreiche Bewerber. Marco und Niklas, vielen Dank.